Unser extrem temperamentvoller Kanzler Olaf Scholz hat ja kürzlich von der Zeitenwende gesprochen, die wir derzeit erleben. Und diese Zeitenwende, die ist auch an den Finanzmärkten der Fall, und zwar sehr, sehr heftig, nämlich mit der Rückkehr, mit der Wiedergeburt der Zinsen. Und damit entstehen plötzlich völlig neue Konstellationen. Plötzlich sehen wir, dass bestimmte Assets gut laufen, die vorher schlecht gelaufen sind, und Assets nicht gut laufen, die vorher jahrelang sehr gut gelaufen. Was ist jahrelang sehr gut gelaufen? Aktien und Immobilien. Also die Vermögenspreise sind gestiegen, während die Inflation in der Realwelt, also die Verbraucherpreise, kaum gestiegen sind oder sogar deflationär waren, sind die Vermögenspreise massiv gestiegen, mithin also Aktien und Immobilien. Jetzt aber haben wir eine Zeitenwende, denn die Inflation ist so hoch und sie ist so strukturell veranlagt, eben durch die Entglobalisierung, Deglobalisierung, durch Lieferketten, durch all diese Dinge, die wir derzeit gegenwärtigen, dass diese Inflation nicht schnell vorbeigehen wird. Dadurch müssen die Notenbanken eben dagegen steuern. Das tun sie mit Zinsanhebungen. Jetzt hat sogar unsere liebe EZB gesagt, dass man die Zinsen anheben wird. Da sieht man schon, wie stark der Druck geworden ist, jetzt als letzte Notenbank der westlichen Welt endlich mal zu agieren. Aber sei es drum, jetzt eben ist plötzlich alles anders, und das bedeutet, dass Cash jetzt King ist. Jetzt werden Sie sagen, und ich hatte diesen Satz schon mal gesagt in einem Video, ja, wie kann der Fugmann sagen, Cash ist King? Wenn wir Inflation von 8% haben, dann ist doch mein Cash auf der Bank eher Junk, oder? Ist doch nicht gut. Cash is Trash, würde Ray Dalio da sagen. Nein, ich meine es anders, und wie ich es meine, das will ich gleich mal zeigen. Brace yourself, seid vorbereitet, so hat es Jamie Dimon gesagt, und ich will ein Stück weit zumindest meine Sicht der Dinge geben, um sie vielleicht vorzubereiten auf das, was da anrollt an Hurricane. Er hat gesagt, wir wissen nicht, ob es ein kleiner Hurricane ist oder ob es ein Supersturm ist wie Sandy damals. Also klare Warnung, da passiert gerade etwas. Und jetzt hat dann gestern sein Kollege von Goldman Sachs, der Chef von Goldman Sachs, der neue Chef muss man sagen, das praktisch bestätigt. Er hat gesagt, das ist noch nie gesehen, noch nie da gewesen in dieser Konstellation, seit er im Job ist. Es sei eine Kombination aus Schocks, die er so noch nie erlebt habe. Und jetzt will ich Ihnen vielleicht mal ein paar Insights geben. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch an Bayerischem Bier mit einem Banker, der die Dinge wirklich in der Praxis sieht. Was läuft da? Was läuft mit Kreditvergabe? Was läuft im Immobiliensektor? Und da will ich mal ein paar Zitate hier zum Besten geben. Er hat gesagt, Zinsanhebungen gibt es gar keine Alternative mehr aufgrund der Inflation. Wir müssen das tun, aber es wird uns zerreißen, denn diese Welt verträgt keine Zinsen mehr aufgrund der massiven Verschuldung. Wir sehen den Immobilienmarkt von einer Vollgassituation zu einer absoluten Vollbremsung. Da wird praktisch kein Neubauprojekt jetzt mehr angestoßen bzw. von Banken finanziert. Die Baukosten sind massiv gestiegen. Das, was noch an Neubauten derzeit gebaut wird, das sind Projekte, die eben früher schon veranlagt und finanziert wurden. Jetzt steigen die Baukosten so stark, dass diejenigen, die jetzt noch bauen, im Prinzip als Bauträger oder als Projektentwickler mehr oder weniger miese machen oder zumindest keinen Gewinn mehr machen, weil sie es gar nicht mehr darstellen können. Die Party ist vorbei an den Märkten. Die Aktien sterben einen langsamen Tod. Es ist noch zu viel Geld im System. Natürlich, durch diese massive Geldmengenausweitung ist da noch Liquidität. Und Aktien sind nicht gleich Aktien, das dazu gesagt. Aber er hat eben auch gesagt, die Kreditvergabe bei uns im Haus ist faktisch gestoppt. Es muss schon ein Wunder passieren, dass die Kreditabteilung überhaupt noch Kredite absegnet. Er sagt, manchmal habe ich das Gefühl, dann können wir es doch gleich sein lassen. Das sind teilweise relativ solide Projekte, und die Bank sagt, die Kreditabteilung sagt, nee, machen wir nicht mehr. Viele Sachen rechnen sich schlichtweg nicht mehr. Wer zum Beispiel eine Immobilie baut oder heute kauft, der zahlt mal ganz locker das Doppelte der Zinsen, die er noch vor einem Jahr hätte zahlen sollen. All das wird nicht ohne Spuren bleiben, und deswegen ist Cash King, denn wer zu wenig Eigenkapital hat, der kriegt auch kein Geld mehr. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir sehen jetzt viele Firmen, die eigenkapitalschwach sind, die richtig in Probleme kommen, vor allem diejenigen, die verschuldet sind und wenig
letztendlich an Liquidität generieren können, die werden von Kreditlinien abgeschnitten. Deswegen ist Cash King, insofern als man eben sich dann bewegen kann, atmen kann. Hier gibt es ein paar Definitionen. Cash is King beschreibt die Wichtigkeit von ausreichend Cash als Asset. Und genau das meine ich für Businesses oder für Geschäfte, für Geschäftsmodelle, damit man irgendwelche Dinge tun kann mit diesem Cash. Das sind sozusagen Freiheitsmöglichkeiten, die einem da gewährt werden. Cash is King ist auch der Glaube, dass Money more valuable ist als other form of investment tools. Also in diesem Sinne ist das gemeint. Natürlich ist die Inflation bei 8%, dann wird Cash auch weniger wert. Aber dazu gleich historisch mehr. Wir wollen dann mal einen Blick in die 1970er Jahre werfen. Schauen wir uns mal diese Zins- und Zeitwende an. Dann sehen wir hier Rotzinssenkungen in den Jahren, hier den letzten Jahren, hier blau oder violett oder wie auch immer, gell? Das sind Zinsanhebungen. Und wir sehen, wir haben so stark und so global verteilte Zinsanhebungen wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Also seit zwei Jahrzehnten. Wir haben also eine Zeitenwende, was den Zins betrifft. Zinsen sind ja letztendlich eine Art Entschädigung für denjenigen, der Geld verleiht. A, für das Risiko. B, für die Tatsache, dass er dieses Geld nicht mehr selbst verwenden kann. Und das ist eben jetzt so, dass Geld teurer wird. Geld wird dadurch knapper. Und wir erleben, dass jetzt die Notenbanken also eine Zinswende eingeleitet haben in einer Situation, wo die Rezessionswahrscheinlichkeit, wie sie von den Anleihenmärkten, hier die 2- und 10-jährigen gespielte Werte, so hoch ist wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Wir sehen etwa gestern ja auch massive Bewegungen an den Anleihenmärkten, etwa die 10-jährige deutsche Staatsanleihe auf 1,24% gestiegen. Wenn man sich mal die Swaps anschaut, also praktisch so eine Art Bindung, Zinsbindung, dann liegt das für 10 Jahre jetzt knapp unter 2%. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass die Zinsen weiter steigen werden, dass die Renditen weiter steigen werden. Ist auch schlecht machbar bei einer Inflation von 8%. Selbst wenn die runterkommt auf 4%, dann haben wir immer noch dieses Mismatch. Und das bedeutet, dass natürlich Finanzierungen auf breites davon teurer werden. Geld wird knapper. Geld zu erlangen, wenn ich Geld will, ist nur noch für diejenigen möglich, die ohnehin schon Geld haben. Das ist ja das alte Prinzip bei der Bank. Die Bank gibt dir dann Geld, wenn du keins brauchst. Wenn du es brauchst, wirklich brauchst, dann gibt sie dir keins. Das ist sozusagen ja das Grundprinzip. Eben klar aus Sicht der Bank aufgrund der Risiken. Und wir sehen jetzt nicht nur die deutsche 10-jährige Staatsanleihe, sondern noch deutlicher etwas steigen die etwas schlechteren Bonitäten, etwa die 10-jährige italienische Anleihe, die auf 3,240% gestiegen ist. Running debt is becoming more and more expensive. Und das gilt insgesamt, Schulden werden teurer. Und wer zu viele Schulden hat und zu stark Schulden gehebelt ist, der ist das schwächste Glied in der Kette. Hier mein Gesprächspartner gestern, den ich schon jahrelang gut kenne, der hat gesagt, ich kriege so viele Anfragen von Leuten, die offenkundig am Ende sind. Das sind die schwächsten Glieder der Kette, die jetzt schon sozusagen unter Wasser sind. Und das sind die Vorboten von auch anderen breiteren Segmenten, die dadurch Schwierigkeiten bekommen werden. Schauen wir uns mal die Zahl von Companies Pulling Financing Plans, also die Finanzierungspläne verschieben, die sozusagen Geld aufnehmen wollten und das jetzt verschieben müssen. Hier sehen wir, wie stark das gestiegen ist, praktisch von Februar noch 0 auf jetzt 200 etwa Number of Deals, also Dinge, die jetzt praktisch verschoben oder gecancelt wurden. Das sind IPOs, das sind Bond Issuances, also praktisch die Emission von Anleihen, Asset-Backed Securities, also besicherte Anleihen, MBAs und so weiter. Also das sind hier die Prozesse, die wir in der Realwirtschaft sehen. Gestern, wie gesagt, in der Realität, was bedeutet das? Wir geben keine Kredite mehr aus. Wir sind jetzt praktisch auf komplett schottendicht und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Rezession ist so ziemlich garantiert. Das scheint mal klar zu sein. Und jetzt gucken wir uns Nasdaq-Unternehmen an. Einige tausend ja im Nasdaq. Neulich hatte ich gesagt, irgendwas über 500, falsch. Hier sehen wir die Zombifikation, über 70% oder 70% etwa der im Nasdaq oder
an der Nasdaq genauer gesagt gelisteten Aktien, die haben weniger Gewinn vor Steuern, als sie für Zinszahlungen ausgeben müssen. Und das zeigt, dass natürlich die viele Firmen sich vollgesogen haben mit Schulden, weil Geld hat nichts gekostet. Jetzt hat man vielleicht für diese Schulden, die man aufgenommen hat, damals einen Zinssatz vereinbart für eine bestimmte Laufzeit. Aber wenn die Laufzeit vorbei ist, dann muss man dann eine Anschlussfinanzierung kriegen und die sieht dann ganz anders aus. Und jetzt haben diese Unternehmen oft nicht so wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle. Dementsprechend wird die Situation schwierig. Und Joe Biden ahnt, dass da irgendwas im Argen ist. Und faktisch, was gestern passiert ist, was zumindest hier kolportiert wird von Insidern aus dem Weißen Haus, ist, dass Joe Biden die Bedeutung von Janet Yellen in seinem Team, wenn man so will, abgestuft hat. Janet Yellen hat ja zugegeben, sie hätte sich geirrt in Sachen Inflation. Und er hat Brian Deese und Gina Raimondo, Raimondo ist die Handelsministerin, aufgestuft sozusagen, die wären wichtiger für ihn. Hier hat Deese etwa schon diese Kolumne geschrieben, angeblich hier für Joe Biden, die er letzten Sonntag im Wall Street Journal verfasst hatte, als er nochmal klar gemacht hat, Inflation is our top priority und die Bekämpfung derselben. Jeff Gundlach merkt hier suffisant an, ja, also, dass Janet Yellen sich so irrt, das ist schon erstaunlich. Natürlich führt solch exzessiver Stimulus zu Inflation, die Geldmenge in den USA ja 40% gestiegen, in der Eurozone 20% Pi mal Daumen, also doppelt so stark. Und dass dadurch Inflation entsteht, so Jeffrey Gundlach, würde schon ein 12-Jähriger, der nicht auf den Kopf gefallen ist, eigentlich kapieren. Gestern die Märkte aber in Partylaune. Man hat sich gesagt, wow, ADP-Arbeitsmarktdaten, ganz schlecht, das ist gut, dann wird die Wirtschaft schwächer, dann muss die Fed die Zinsen nicht so stark anheben. Deswegen sehen wir vor allem Nasdaq 2,5% im Plus. Wir sehen Consumer Discretionary, Technology vorne, also die Risk-On-Sektoren. Wird das heute so weitergehen? Schauen wir mal. Wir sehen aber, und das ist etwas, was ich sehr stark beachte, HYG, das sind die Junk Bonds, das sind die schlechten Bonitäten. Das sind Anleihen von Firmen, die nicht gute Bonitäten haben. Hier sehen wir, dass auch HYG, also die Junk Bonds, gestern gestiegen sind, aber wir sehen, dass wir hier tiefere Hochs haben, beziehungsweise noch lange das Hoch nicht überwunden haben, während wir beim SPY, also beim ETF auf den S&P 500, eben ein neues Hoch gemacht haben. Die Rallye, die wir zuvor gesehen hatten, habe ich das erste Mal ernst genommen als Bärenmarkt-Rallye, weil eben auch die Junkbonds, also HYG, gestiegen ist, also die Risikoprämien für diese Anleihen gefallen sind. Jetzt sehe ich, dass sozusagen der S&P 500 respektive die Aktienmärkte eine sehr saftige Rallye machen, aber HYG nicht so saftig, deutlich weniger saftig. Hier sehe ich eine Divergenz. Wir sehen im RSI schon wieder negative Divergenzen. Wir haben positive Divergenzen im VIX. Also das wird heute schwieriger für die Aktienmärkte. Und das im Vorfeld jetzt der US-Arbeitsmarktdaten, auf die alle warten. Nächste Woche ja dann am Freitag die Inflationsdaten aus den USA. 325.000 heute erwartet. Das wäre eine Abschwächung, aber es gibt Stimmen, die sagen sogar, es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir einen Negative Print bekommen, also Negativzahlen, dass also Jobs verloren gehen. Wichtig wird auch hier etwa die Stundenlöhne. Hier ist erwartet plus 0,4 zum Vormonat und 5,2% plus zum Vorjahresmonat. Das wird eines der entscheidenden Kriterien sein, auf das die Märkte hier gucken. David Rosenberg sagt hier, Paul ist sehr stark fokussiert auf diese Daten wie JOLTS oder jetzt eben die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten, aber er sieht nicht, dass zum Beispiel beim ADP-Arbeitsmarktbericht jetzt in den letzten Monaten 278.000 Stellen weggefallen sind bei Small Businesses, also bei kleinen Unternehmen. Das sehen wir immer stärker, dass die kleinen Firmen schon Leute entlassen und das sind Frühindikatoren, dass auch der Arbeitsmarkt natürlich sein Hoch gesehen hat. Und Christoph Barrault sagt ja, wenn wir ADP, ISM, Manufacturing Employment, also die Beschäftigungskomponente hier zusammenzählen, Jobless Claims, also Erstanträge und, dann sehen wir, dass die Daten wohl enttäuschen dürften. Ist das dann gut für die Märkte vielleicht, aber nicht, wenn die Stundenlöhne hoch sind. Jedenfalls sehen wir, dass die Dinge wohl absehbar so bleiben werden. Larry Fink sagt, er erwartet, und da trifft er meine Erwartung komplett auch, dass die Inflation hoch bleiben wird, dass die Preise hoch bleiben werden aufgrund der globalen Supply Chains, der globalen Lieferketten, aufgrund der Entglobalisierung, die wir derzeit erleben. Und
Wir haben jetzt also ein inflationär bis stagflationäres Umfeld und schauen wir uns mal die 1970er Jahre an. Was war damals? Da sind Aktien nicht so toll gelaufen. Was damals toll gelaufen ist, sind Rohstoffe zum Beispiel. Hier sehen wir die Rohstoffe in den 1970er Jahren im Vergleich zum S&P 500 massiv deutlich outperformed, sich versiebenfacht, während die Aktien kaum etwas gemacht haben in den 70er Jahren. Jetzt sehen wir übrigens schon in den letzten 20 Jahren, dass Gold ja auch deutlich besser läuft als die Aktienmärkte. Auch das interessant. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt mal in der kürzeren Betrachtung wieder in die Gegenwart kommen. Zoom, also praktisch Technik, Digitalität und ExxonMobil, der Aktienkurs, die Marktkapitalisierung hat sich komplett gedreht. Zoom war deutlich mehr wert als ExxonMobil und jetzt ist das komplett anders. Oder zumindest war Zoom eine Zeit lang mehr wert als ExxonMobil. ExxonMobil war immer die wertvollste Firma der Welt. Das zeigt, wie die Dinge sich gedreht haben. Zoom abgestürzt, Exxon nach oben. Hier mal eine Übersicht, was in welchen Phasen eigentlich ganz gut läuft. Deflationär, normal, inflationär, hyperinflationär, Recovery, hyperinflationäre Recession und so weiter und so fort. Jedenfalls sehen wir, wenn wir uns die 70er Jahre nochmal anschauen, die Hauspreise damals praktisch unverändert. In Real Returns, also inflationsabgezogen. Der S&P 500 hätte 4% verloren, inflationsbereinigt, also Performance minus Inflation. Staatsanleihen minus 3,7% und Gold hat 13,3% gewonnen. Also auch hier sehen wir, da zeigt sich etwas. Und wenn wir hier diese Grafik von Amundi uns die obere Tabelle hier mal vornehmen, dann haben wir hier die verschiedensten Szenarien. Inflation, hohe Inflation wie in den 70ern, Cash kaufen, Bonds massive sell, Equities, also Aktien auch massive sell, Gold massive buy, Commodities massive buy und Real Estate, also Immobilien neutral. Wenn wir in einer deflationären Situation sind, dann ist es mehr oder weniger komplett anders. Dann sind Equities zu kaufen. Aber wenn wir jetzt in einer stagflationären Situation wären, dann wären Aktien zu verkaufen, Gold zu kaufen und Rohstoffe wiederum zu verkaufen, Das heißt, wir sehen in allen Phasen, wo wir inflationäre Tendenzen haben, ob als Stagflation oder als normale Inflation, würden Gold und Commodities ganz gut funktionieren. Damals in den 70er Jahren sind übrigens Ölaktien am besten gelaufen. Und das war ein interessanter Punkt. Apropos Ölaktien, ich hatte vorhin schon Exxon angesprochen. Hier sehen wir mal die relative Performance zwischen Renewables, also erneuerbaren Energieaktien und fossilen Energieaktien. Hier sehen wir, dass diese Renewables dann nochmal ein richtiges Hoch erlebt haben, aber jetzt gegenüber Öl, Gas und Kohle deutlich unter Druck gekommen sind. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir eigentlich in einer Situation, wo wir ohnehin schon außer Kontrolle Inflationsraten sehen, die außer Kontrolle sind, wo wir dann diese Inflation noch mutwillig verschärfen, indem wir ein ohnehin knappes Gut, nämlich Energie, noch deutlich verteuern durch Zertifikate, durch CO2-Abgaben etc. Das heißt, wir schaffen uns auch die Inflation selber. Jetzt muss auf diese Inflation reagiert werden, die man selber noch verschlimmert durch ESG, durch Nachhaltigkeitsvorgaben, die das Ganze so verteuern, dass das letztendlich dann sogar unsoziale Folgen hat. Alles wegen der Nachhaltigkeit, alles wegen dem an sich ja richtigen und guten Ziel, aus diesen fossilen Energieträgern auszusteigen. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, meine Damen und Herren, und dann muss man sich fragen, ob man sich das noch leisten kann und will. Denn für viele Leute bedeutet das wirtschaftlich einen ganz herben Rückschlag, im Mindesten, was wir dann sehen werden, daraus entstehend. Also das will ich zumindest mal anmerken. Und dann sehen wir solche Vorschläge etwa wie von Franziska Giffey in Berlin, die sagt, ja, wir könnten doch die Mieten an die Einkommen koppeln. Das ist dann sozusagen ein natürlicher Prozess in solchen Phasen, wo solche Wenden, solche Zeitenwenden der Fall sind. Dann kommen solche Vergemeinschaftungsvorschläge, könnte man sagen. Erster Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und dann Inflation und Rezession, der Spagat der Federal Reserve, in welcher Zwangslage die Notenbank ist, wie die Lage sich jetzt in dieser Zeitenwende darstellt. Das bringt dieser Artikel auf den Punkt. Also diese beiden Artikel, 14:30 US-Arbeitsmarktdaten, da unbedingt, spätestens da unbedingt reinschauen bei finanzmarktwelt.de, denn wir werden kommentieren, was das alles bedeutet. Ich sage Servus und Ciao.